Der Künstler ist der einsame Mensch. Er ist beständig in Wandlung. Er hat seine einmal gegebene Anlage zu sprengen und sich dem Göttlichen als Opfer darzubringen. So schafft er Werte, die immer aufbauend den anderen zuteil werden. Helen Dahm war eine Sinnsuchende. Sie hat seit ihres Lebens nach einem gültigen künstlerischen Ausdruck gesucht. Sie ist dabei immer an die Grenzen gegangen und darüber hinaus. Den eigenen Weg zu finden war ihr großes Thema, ihn selbstbestimmt zu gehen. Sie hat eine sehr außergewöhnliche Biografie für eine Frau in dieser Zeit. Helen Dahm ist ja 1878 geboren, hat sich dann entschlossen, recht früh, sie will Künstlerin werden. Und das war für die damalige Zeit natürlich ungewöhnlich und schwierig. An den Kunsthochschulen waren keine Frauen zugelassen. Sie ging mit ihrer Lebenspartnerin, die sie in Zürich gefunden hatte, brannten sie dann auf München durch, wie sie selber erzählt hat dann später. Die Ausstellung über Helen Dahm, Ein Kuss der ganzen Welt, umfasst über 170 Werke und zeigt die ganze Bandbreite ihres Schaffens. Die ist sehr groß, reicht von der Spätromantik bis zum Action-Painting. Ein Highlight in dieser Ausstellung ist sicher dieser Grafikraum. Wir sehen hier sehr viele Werke, die sind noch gar nie ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Und sie zeigen Landschaften und dann aber vor allem auch Frauenfiguren, Frauenporträts. Die Frage nach der Darstellung des Selbst, des Ich, aber auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft war ein großes Thema für Helen Dahm. Eines der frühesten Darstellungen, Selbstdarstellungen von ihr, haben wir hier, wo sie sich in ihrem Atelier darstellt, nackt, was ja für die Zeit auch absolut außergewöhnlich ist. Und sie blickt eben ganz konzentriert diese Blume an, eine Lilie, die ja symbolisch auch sehr aufgeladen ist, eine Blume, die Unschuld symbolisiert, aber eben auch den Tod. Ja, 1957 wird ja der erste Sputnik ins All geschossen und das führt dazu, dass Helen Dahm nochmal in ganz neue Welten aufbricht. Für sie ist das ein sehr aufwühlendes Ereignis und sie sagt, wie kann man Blumenbilder malen beim Anbruch einer neuen Zeit? Für sie ist das wirklich als 80-Jährige nochmal ein unglaublicher Schritt, dass sie selbst diesen Schritt geht. Zeugt eigentlich nochmal von ihrer unglaublichen Energie, von diesem Feuer, das eigentlich bis zum Schluss anhält und das sie weitertreibt.